Hi und herzlich willkommen zu Part 32 meiner Weltenbummler-Challenge und damit dem offiziell tatsächlich dann letzten Part dieser Generation der Weltenbummler-Challenge. Denn eigentlich hatte ich ja vor, mit dem letzten Part bereits den letzten Part aufzunehmen, aber das hatte ja so ein richtig doofes Ende und deswegen habe ich jetzt gedacht, komm, wir nehmen noch einen Part auf. Ich denke, ihr freut euch auch, wenn ihr noch ein bisschen mehr von Nelia und Lilly seht, vor allem von Nelias Kindheit. Und da wären wir auch direkt in Nelias Kindheit, denn Nelia hat ja im letzten Part etwas für Kai gebastelt, eine Sommerbastelarbeit, und die überreicht sie ihm jetzt gerade. Und ich bin sehr gespannt, wie er das findet. Das würde jetzt wirklich mein Herz brechen, wenn er das doof findet. Wir werden uns das Ganze jetzt mal angucken. Kai, was hältst du von dem Geschenk? Freust du dich über das, was Nelia dir gebastelt hat? Ich hoffe wirklich, bitte freu dich. Ja, ich glaube, er freut sich. Ah, wie schön, er freut sich. Ah, wie toll. Ich glaube, er freut sich wirklich sehr darüber, über das Geschenk. Ach, das ist so schön. Oh mein Gott, wir können endlich was mit der First Love Mod machen. Ich habe ja im letzten Part gesagt, dass ich mir von Little Miss Sam die First Love Mod runtergeladen habe, damit wir halt auch mit Nelia und Kai jetzt in der Kindheitszeit schon so ein bisschen ja, einfädeln können, dass sie halt so ein bisschen füreinander schwärmen, dass es halt ja so eine Kindheitsschwärmerei eben ist, ne? Und jetzt können wir tatsächlich ihm gestehen, verknallt zu sein. Und ich traue mich irgendwie nicht. Was tun wir denn, wenn er das jetzt ablehnt? Ich glaube, sie wird sich das auch noch nicht trauen. Wir werden noch so ein bisschen mit ihm so quatschen und werden vielleicht mal so ein bisschen über Süßigkeiten schwärmen und so ihm den Tag verschönern. Und ich glaube tatsächlich, sie wird sich jetzt nicht trauen direkt. Oh, süß. Die beiden verbringen so gerne Zeit miteinander. Die verehren sich und das ist so schön. Aber ich freue mich einfach total, dass. Okay, jetzt machen sie sich, glaube ich, über ihre Eltern lustig. Oh, das ist so schön. Ich meine, die beiden haben einfach jetzt eine so schöne Kindheit hier miteinander. Auch Sulani und. Ich fände das irgendwie so schade, wenn wir das jetzt nicht noch ein bisschen spielen. Also ich finde es irgendwie schön, wenn wir jetzt noch so ein bisschen Zeit haben, eben die Geschichte von Nelia und Kai so ein bisschen einzuleiten. Ich habe sogar schon darüber nachgedacht, vielleicht machen wir das, dass wir gleich sogar noch den Geburtstag von den beiden feiern. Ich meine, die beiden hätten eigentlich jetzt noch nicht Geburtstag. Eigentlich würde das noch ein bisschen dauern. Aber ich glaube, ich kann in den Spieloptionen auch die Lebensdauer nochmal auf kurz stellen, weil die steht das aktuell wieder auf normal. Und dann gucken wir mal, wie lange es jetzt theoretisch noch dauern würde. Vielleicht, dann seht ihr sie wenigstens schon als Teenager. Okay, jetzt wäre halt Tag bis zur nächsten Altersstufe, wären theoretisch jetzt noch 5. Ich weiß halt jetzt nicht, ob Kais Bruder schon ein Teenager ist. Ja, ich denke mal drüber nach. Aber eigentlich wäre das ja schön, wenn ihr die beiden jetzt auch schon als Teenager sehen würdet. Aber es wäre halt irgendwie jetzt auch so ein bisschen übers Bein gebrochen. Deswegen, ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich guck mal. So, Lilly, geh mal gucken. Irgendein Nachbar hat da wieder an die Tür geklopft und zeigt dir irgendwas richtig, richtig Tolles. Bitte ihn mal herein. Das ist der liebe McCoy. Ohne Nachnamen. Okay, Lilly, was hast du denn hier alles? Okay. Weil in Algenblüte geschwommen ist. Das Wasser fühlt sich an, als würde es an Lilly kleben. Ekelhaft. Okay, ja, Lilly, dann geh vielleicht wirklich mal baden gerade. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Ja, Kai tanzt hier zur Metal-Musik, die Nelia ja total feiert. Was richtig süß ist. Und ich glaube, die zwei können jetzt vielleicht hier gerade noch ein bisschen rausgehen und zusammen im Sand bauen. Oder vielleicht gehen wir auch mit ihm noch mal an den Strand. Ich meine, morgen ist zwar. Daryl ruft an. Och Gott, Daryl, oh mein Gott, du das doch nicht. Ah, okay, er ruft an, weil er Zeit mit Nelia verbringen möchte. Und im letzten Part hat sich ja ziemlich stark herauskristallisiert. Also ich weiß jetzt nicht, was ihr unter dem letzten Part geschrieben habt, weil ich nehme jetzt halt auf im Anschluss an den letzten Part auf. Und deswegen kann ich jetzt nicht schreiben, was ihr zu der Geschichte gesagt habt. Aber wir haben ja im letzten Part festgestellt, dass es zwischen Daryl und Lilly vermutlich nichts mehr geben wird. Und Daryl ruft aber trotzdem jetzt bei Nelia an. Und sagt halt, dass er halt gerne Zeit mit ihr verbringen möchte. Und das finde ich ist irgendwie schön. Also ich finde, das zeigt halt, dass Daryl trotzdem, auch wenn er jetzt merkt, okay, mit Lily, das wird wahrscheinlich eher nichts mehr, dass er dann trotzdem eben Zeit mit ihr verbringen möchte, weil es halt seine Tochter ist. Also dass ihm halt seine Tochter trotzdem wichtig ist. Und Lydia wird sagen, ja, ich kann gern morgen mal vorbeikommen. Ich meine, du wohnst ja nicht so weit weg und. Dann wird er sagen, alles klar, ich hoffe, wir sehen uns dann. Also, das ist eine interessante Sache. Okay, ich kann diesen Strand aber irgendwie nicht mehr sehen. Haben wir nicht noch irgendwas anderes, wo wir mit Kai zusammen jetzt gerade mal kurz hingehen können? Ich meine, Lilly wird das vielleicht nicht so besonders gut finden, weil ich meine, morgen ist Schule. Aber wir könnten ja vielleicht. Ach, hier haben Elena und Dexton geheiratet. Das war so schön. Vielleicht gehen wir einfach mal in den Second-Hand-Laden von Ophelia, weil ich meine, da haben wir auch sehr wenig Zeit verbracht mittlerweile, bisher.
Deswegen wäre das ja eigentlich auch ganz schön, wenn wir da mal hingehen. Ich weiß nicht, ob die Kinder sich da irgendwas bestellen können. Ich glaube, Bubble Tea können die sich nicht bestellen. Aber vielleicht irgendwas zu essen oder so. Okay, wir sind jetzt in Ophelias Bubble Tea Laden, weil ich glaube, oder beziehungsweise Secondhand Laden. Ich meine, in erster Linie verkauft sie ja Kleidung hier. Und ich finde das irgendwie schön, dass die zwei jetzt so ein bisschen ja, von zu Hause weg sind, weil ich glaube, also Nelia traut sich jetzt nicht zu Hause, wo sie Angst hat, dass ihre Mom das mitkriegen kann, Kai zu gestehen, dass sie in ihn verknallt ist. Ich glaube, oh, ich betraue mich nicht, Leute. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Ich hoffe wirklich, ich mache jetzt nicht alles kaputt damit. Ich würde sagen, Kai, ich finde dich irgendwie toll und irgendwie ist es ein bisschen mehr als einfach nur Freundschaft und irgendwie finde ich dich einfach total toll. Weißt du, was ich meine? Also so auf Kinderebene halt, ne? So. Und jetzt gucken wir mal, was er dazu sagt. Jetzt machen sie gerade so ein bisschen Blödsinn zusammen. Vielleicht versuchen sie gerade so ein bisschen diese Stimmung wieder anders zu kriegen. Aber haben wir jetzt dadurch irgendwie eine erster Schwarm? Oh, süß! Oh Gott, okay, das ist so schön. Oh, okay, ich freue mich. Ich freue mich wirklich sehr. Es ist jetzt tatsächlich ihr erster Schwarm und jetzt haben sie gerade ein bisschen rumgeblödelt und haben sich dabei ein bisschen verletzt anscheinend. Ja, und dann haben sie sich gerade mal gesagt, dass sie das doof fanden, dass sie sich jetzt irgendwie hier verletzt haben. Okay, können wir denn jetzt hier irgendwas noch machen? Erste Liebe. Auch süß, wir können die Nummern austauschen, wie umarmen. Ach, das ist so süß. Ich meine, gut, seine Nummer hat er ja schon. Vielleicht können wir dann einfach ihn jetzt gerade mal umarmen. Vielleicht hat er auch eine neue Nummer. Dann können wir das ja mal gerade machen, dass wir jetzt sagen, okay. Nelia, ich habe ein neues Handy und ich habe eine neue Nummer und möchtest du die vielleicht direkt haben? Ich kann sie dir gerne direkt geben und das wäre schön, wenn wir uns dann abends immer schreiben können, oder? Und ja, deswegen werden wir jetzt gerade mal fragen, ob er uns seine Nummer geben würde. So, Nummern austauschen. Das ist halt jetzt echt noch auf so einer ganz kindlichen Ebene. Also es hat jetzt noch nichts mit dem Erwachsenenverliebtsein, sage ich mal, zu tun. Aber es ist halt so eine leichte Schwärmerei schon. Und ich habe ja im letzten Part gesagt, dass ich mir auch vorstellen könnte, dass die beiden sich irgendwie nicht trauen, sich das zu offenbaren, dass sie füreinander schwärmen. Aber irgendwie bin ich jetzt doch froh, dass es raus ist. Und ich glaube, Nelia auch, dass sie jetzt halt einfach froh ist, dass sie es gesagt hat, dass sie halt Kai irgendwie klasse findet. Und irgendwie ist es doch auch total schön, dass die beiden, ach süß. Und die kriegen die ganze Zeit auch Stimmung miteinander. Also ich meine, die beiden sind halt wirklich füreinander geschaffen und wir können Freunde fürs Leben werden, ja, auf jeden Fall. Ach, das ist so schön. Und ich sehe das wirklich auch bei den beiden so, dass da wirklich auch nichts dazwischen kommt. Also bei den beiden plane ich auch wirklich, dass die wirklich auch, also ich meine, vielleicht haben die auch in ihrer Ehe mal Hochs und Tiefs, also wenn sie dann später halt verheiratet sind. Ach, das ist so schön. Das ist einfach so schön. Sie hat ja auch einfach jetzt eine Stimmung. Erster Schwarm, weil er in der Nähe von Schwarm ist. Ich bekomme ein seltsames Gefühl in meinem Magen, wenn ich in der Nähe von meinem Schwarm bin. Das ist so süß. Okay, Jessica, krieg dich wieder ein. Ja, also wie gesagt, ich plane wirklich, dass da auch nichts dazwischen kommt, dass die beiden wirklich, also in ihrer Ehe natürlich wahrscheinlich auch mal Hochs und Tiefs haben. Gerade mit Kindern ist es natürlich dann auch immer ein bisschen schwierig, irgendwie so ein Paar zu bleiben und so. Das kann ich mir schon vorstellen, dass sie halt Hochs und Tiefs haben. Aber es soll halt wirklich kein Drama geben, in dem Sinne, dass jetzt jemand anders sich, also dass sich einer der beiden irgendwie in jemand anders verliebt oder so. Das möchte ich wirklich bei den beiden nicht. Also ich fände es irgendwie schön, wenn die beiden dann wirklich so glücklich zusammenbleiben und wir können ihm ja ein streng vertrauliches Geheimnis mal verkünden. Das, was jetzt mein Herz brechen wird und eures vielleicht auch, ist der Plan, den ich jetzt habe für die beiden. Also das, was jetzt eben auf die beiden zukommt. Und zwar ist es so, die Story kommt von jemandem von euch. Vielen, vielen Dank für die Geschichte. Es ist so, dass Ophelia durch ihre Modemarke, also Ophelia ist ja die Mutter von Hive, die das nicht wissen, dass sie hat ja hier diese Modekette gegründet und hat halt mit einem kleinen Strandladen angefangen und ihre Mode verkauft sich aber so, so gut und jeder will Ophelias Kleidung haben, dass Ophelia eben die große Chance hat, ja, sich damit wirklich selbstständig zu machen, sich einen eigenen Namen zu machen, eine eigene Modekollektion rauszubringen. Und deswegen wird Ophelia eben sch nicht schweren Herzens, also sie wird halt glücklich darüber sein und ihr großer Sohn Cale auch, weil er liebt dieses Leben, in dem er halt so ein Jet-Set-Leben führt, in dem er halt ständig überall unterwegs ist. Ja, aber Kai findet es natürlich kacke, dass seine Mutter jetzt einfach über seinen Kopf hinweg entscheidet, dass die ganze Familie jetzt sehr oft sehr viel unterwegs sein wird, weil sie eben verschiedene Modeläden auf der ganzen Welt eben eröffnen wird. Und deswegen, ihr Hauptwohnsitz wird weiterhin hier auf Sulani sein, aber die Kinder werden sie begleiten auf ihren, also weil sie jetzt sind sie halt noch Kinder und jetzt können die halt noch nicht selbst entscheiden.
werden sie eben begleiten. Und das heißt, also das weiß Kai jetzt aktuell gerade noch nicht. Gerade ist er einfach nur überglücklich, weil es einfach mit Delia alles so schön ist. Und er kann es einfach nicht glauben, wie toll sein Leben gerade ist. Aber wenn er gleich nach Hause geht, dann wird Ophelia eben das eben offenbaren, dass sie sehr bald schon die Insel verlassen werden und für einige Monate eben dann nicht mehr auf Solani sein werden. Und ich glaube, das wird dann eben eine erstmal so eine kleine Belastungsprobe für die junge Beziehung. Also die beiden werden auch echt sauer sein auf Ophelia. Und ich glaube, das wird dann halt auch so ein bisschen mit der Grund sein, warum sie eben ja ihr eigenes Leben anfangen wollen. Jetzt nicht mehr auf Solani, weil sie dann eben sagen, okay, wir wollen weg von allem, wir wollen das nicht mehr, wir wollen nicht mehr dieses, ne, unsere Eltern haben uns auseinandergerissen, also in dem Fall Ophelia. Ophelia hat dafür gesorgt, dass wir uns nicht mehr sehen dürfen und wir wollen weg von hier. Und das wird dann eben so ein bisschen mit der Grund, warum sie dann sehr früh eben von zu Hause ausziehen. Also als junge Erwachsene, die werden jetzt nicht als Teenager schon ausziehen, weil als Teenager wird Kai eben dann immer noch mit seiner Mama mitreisen und mit seinem großen Bruder, weil ja, er irgendwie einfach nicht die Möglichkeit hat. Sie sehen sich dann einfach immer nur in den Ferien. Also ich kann mir vorstellen, dass sie dann so in den Sommerferien oder so, dass Kai dann eben Zeit mit Nelia verbringt und dann eben vielleicht auch mal viel bei Lilly zu Hause ist und so. Ja, und Lilly für ihren Teil wird eben jetzt ihr Studium wieder aufnehmen und wird sehr viel Zeit mit ihrem Studium, mit ihrem Laden, mit der Umweltschützerkarriere verbringen, sodass weder Nelia noch Kai eben glücklich sind mit der Situation, die jetzt aktuell so ist. Und ich glaube, die beiden werden eben einfach ja, so traurig sein, dass sie sich nur noch so selten sehen können. Dass, wie gesagt, das so ein bisschen der Punkt wird, wo sie dann sagen, okay, wir müssen weg von hier, wir beide, wir ziehen zusammen und wir machen, also wir ziehen zusammen dann eben nach Sard Sequoia, das wissen sie natürlich jetzt noch nicht, aber dass sie eben in diese neue Stadt ziehen und da, ach süß, kann man hier was kaufen? Das wusste ich gar nicht. Kann man hier Postkarten kaufen? Ah nee, kann man nur ansehen. Schade, ich dachte, man könnte hier diese Postkarten kaufen. Ich glaube, Lilly hat diese Postkarte hier irgendwo hängen, oder? Okay, egal, egal. Darauf wollte ich nicht hinaus. Ja, ihr versteht, glaube ich, worauf ich hinaus will. Jetzt haben sie gerade irgendwie so entdeckt, dass sie einfach glücklich miteinander sind und dass sie irgendwie füreinander schwärmen und es könnte alles so schön sein. Aber Ophelia wird mit Kai eben eine lange Zeit wegziehen und wird nur, ja, so sporadisch eben auf Solani sein. Und das wird Nelia jetzt erstmal das Herz brechen, weil sie eben einfach, aber ich meine, die Beziehung wird halt das auch überdauern. Also selbst diese Herausforderung werden sie eben meistern und das ist halt auch irgendwie wieder so ein Punkt, wo man sagen kann, okay, sie haben das geschafft, dann schaffen sie auch alles andere. So eine Fernbeziehung und okay, Nelia hat gerade einen Barsch im Sand gefunden. Nelia, vielleicht solltest du den besser entsorgen, weil der ist wahrscheinlich ja, cool, sie findet hier richtig coole Sachen, so eine Muschel. Das sind so Sachen, die können wir uns dann später vielleicht irgendwo in dem neuen Haus dann in ein Regal stellen oder so, dass das so ein paar Erinnerungsstücke halt an Solani sind. Ich glaube, wir machen mit Kai jetzt noch ein Foto. Kai, wo bist du? Bist du schon nach Hause gegangen? Ich hoffe nicht. Ach krass, sie hat einfach die Augen von Solani gefunden. Ja, cool. Okay, das können wir uns auf jeden Fall dann ins Regal stellen. So, ihr sollt aber ein Foto miteinander machen. Könnt ihr das? Nein, könnt ihr natürlich nicht. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön, wenn Kinder ein Foto miteinander machen können. Okay, das heißt, ihr könnt aber jetzt noch mal ganz kurz zu Nelia nach Hause, weil da haben wir nämlich ein Fotoapparat, mit dem wir ein Foto machen können von den beiden. Und das möchte ich nämlich jetzt noch machen. Wir brauchen viele, viele Fotos. Okay, Kai ist weg. Müssen wir ihn morgen noch mal einladen, aber müssen wir ja sowieso, weil Nelia dann die schlechte Nachricht erfahren wird, dass Kai eben nicht mehr lange hier auf der Insel sein wird, dass er schon in wenigen Tagen eben aufbrechen wird und dann für eine lange Zeit erstmal nicht mehr hier ist. Ah, es tut mir so leid, okay, aber wir können jetzt vielleicht, Lilly, ich glaube, ich muss dir mal was gegen deine Periode kaufen. So, damit wird es dir gleich viel besser gehen, liebe Lilly. Das kannst du einmal auspacken und dann einmal auf die Toilette gehen. Ja, also so, auf jeden Fall wird Lilly sich jetzt, glaube ich, tatsächlich an der Uni wieder einschreiben. Das wird halt jetzt so ein bisschen so, ja, eine Verkettung von ungünstigen Zusammenspielen. Ich weiß nicht, wie man es nennt, aber auf jeden Fall, Lilly geht wieder zur Uni. Sie hat wenig Zeit für Nelia. Nelia wird einfach nur total traurig sein. Ihr Vater versucht zwar auch wieder den Kontakt zu ihr aufzunehmen und sie ist auch glücklich darüber und sie kommt auch relativ gut mit ihm klar. Aber Nelia ist halt überhaupt nicht wie Daryl und das merken die beiden auch. Das ist halt immer nur so, die kommen zwar miteinander klar, achso, müssen wir uns jetzt erneut an der Uni einschreiben oder, weil wir wollen ja ein anderes Studienfach wählen, das muss ich jetzt gleich mal testen. Also sie kommen miteinander klar, aber es ist halt einfach nicht so dieses, okay, wir sind auf einer Wellenlänge, ihr wisst, was ich meine, ne? Also deswegen hat Nelia irgendwie, sie hat jetzt einfach ihren besten Freund hier verloren, ihren Kindheitsschwarm und das ist einfach total schlimm für sie und deswegen wird sie auch irgendwie einfach jetzt nur ihre Kindheit so
daherleben. Also sie macht halt das, was sie machen muss, aber in erster Linie wird sie eben mit Kai SMS schreiben und wird ihn anrufen. Die beiden werden viel telefonieren und Videochat machen und so. Ach, wir können krass, wir können sogar Biologie als Spezialabschluss wählen. Wenn du ein neues Studienfach wählst, geht ein Teil deiner Universitätsfortschritte verloren. Möchtest du das Studienfach wirklich wechseln? Ja, das werden wir tatsächlich. Wir werden auch als Wahlfach, können wir irgendwie Umweltschutz oder sowas? Geht das? Gibt's das? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, dann machen wir jetzt einfach mal nur zwei Kurse, weil wir werden ja, wie gesagt, mit Lilly hier nicht weiterspielen. Das ist ja jetzt einfach nur, damit wir sie wieder eingeschrieben haben. Ich glaube, wir kriegen jetzt wieder Geld. Das ist schön. 20 Simoleons, super. Lilly ist jetzt Mitglied beim Zauberorden. Ach, jetzt sind wir beim Zauberorden Mitglied. Okay, ich dachte, das wären wir schon längst gewesen. Aber das erklärt auf jeden Fall auch, warum wir da damals nicht wirklich was machen können, konnten. Aber haben wir jetzt was bekommen? Ist ja auch egal, darum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Aber der Punkt wird klar, glaube ich, was ich meine, ne? Dass Nelia halt ja, eben mit Kai eigentlich viel mehr Zeit verbringen würde, dass es ihr das Herz bricht, dass es nicht so ist und dass sie deswegen jetzt auch in ihrer Kindheit eben ja so ein bisschen nur so daherlebt, ne? Also sie wird natürlich viel Zeit auch mit ihrer Cousine und mit ihrer Tante, die an ihrem Alter ist, verbringen. Und aber die wohnen eben auch so weit weg. Und deswegen ist es für Nelia irgendwie alles doof. Also sie hat jetzt so eine schlechte Verbindung zu dieser Insel, weil für sie ist diese Insel einfach so, sie ist dadurch total abgeschottet. Also dass sie halt das Gefühl hat, so, weil ich auf Sulani lebe, bin ich einfach nur abgeschottet von allen. Ich kann meine Cousine nicht sehen oder ich sehe meine Cousine nur total selten. Ich kann vor allem Kai nicht sehen. Kai ist irgendwo ganz woanders in irgendeiner Großstadt und für sie ist deswegen diese Insel einfach negativ verbunden, also mit etwas Negativem verbunden. Und deswegen möchte sie dann später halt auch unbedingt von hier weg. Und das ist halt der Grund, wie gesagt, warum sie dann früh auszieht. Ich finde, das macht alles total Sinn. Okay, es ist der nächste Tag und Lilly gibt ihr Bestes, dass dieses Uni, also dieses Semester, besser sein wird als ihre letzten beiden Semester, die sie so abgelegt hat. Also wer es nicht mehr weiß, Lilly ist von der Uni geflogen, weil sie so schlechte Leistung gebracht hat. Ja, sie versucht es jetzt wirklich auf ein Neues und möchte jetzt besser werden. Es ist ein bisschen komisch, dass sie jetzt dafür im Zimmer ihrer Tochter sitzt. Vielleicht braucht sie einen eigenen Schreibtisch. Wäre ja eigentlich eine Maßnahme, ne? Vielleicht kann sie sich gleich einbauen. Dann richten wir ihr auch noch so eine kleine Schreibtischecke irgendwie in ihrem Zimmer ein, weil ich meine, sie hat ja eigentlich den Platz, ne? Dass sie dann auch irgendwie so eine Art kleines Büro oder so kriegt, weil ich meine, sie ist selbstständig. Vielleicht bauen wir auch einfach hier ein Büro ein. Keine Ahnung, ich habe schon wieder viel zu viele Gedanken. Ja, Nelia schläft gerade noch. Sie weiß noch nicht, was ihr gleich bevorsteht. Sie wird gleich sowas von traurig sein, weil sie eben, wie gesagt, erfährt, dass Kyle eben wegzieht. Und jetzt momentan geht es ihr aber noch gut. Sie denkt einfach nur darüber nach, dass es einfach alles so schön ist. Und vielleicht können wir ihm ja auch gerade mal eine SMS schicken, weil wir haben ja gestern seine neue Nummer bekommen. Und deswegen wird sie ihm jetzt gleich mal eine SMS schicken und einfach so, ja, ihm schreiben, dass heute ein schöner Tag ist, dass sie sich freut, ihn gleich in der Schule zu sehen. Und ich glaube, er wird dann schon nicht antworten. Dann wird sie so denken, warum schreibt er nicht? Das ist doch seine Nummer, die habe ich doch gestern erst bekommen. Und ja, in der Schule wird sie es dann eben erfahren. Es ist so traurig, Leute. Ich weiß, es ist so traurig. Aber das wird halt, also es muss ja irgendwie einen Grund haben, warum die beiden nicht hier auf der Trauminsel Sulani leben wollen. Also ich meine, wenn man hier aufwächst, warum sollte man hier wegziehen? Es gibt einfach kaum einen Grund dafür. Und das ist halt eigentlich ein perfekter Grund, weil Nelia verbindet diese Insel eben einfach mit dem Einsamsein, weil sie so abgeschieden ist, weil es hier nichts gibt. Und ja, und deswegen will sie halt hier weg. Und Kai wird halt einfach dahin gehen wollen, wo Nelia ist. Also ihm ist das, glaube ich, total egal, wo er ist. Hauptsache er ist in der Nähe von Nelia und er kann da seinen kleinen Garten anlegen. Ach, süß. Und sie ist einfach total happy. Sie ist einfach so happy und es bricht mir das Herz, wenn ich jetzt weiß, dass es ihr gleich so schlecht geht. Ja, ach so, genau. Ich habe übrigens den Napf von unserem Hund hier rausgestellt, weil mir ist nämlich aufgefallen, dass er da gar nicht drankommt, weil er ja noch keine Treppen steigen kann. Können wir ihn eigentlich irgendwie pflegen? Irgendwie hier bürsten oder so, weil er ist so dreckig. Ja, aber Nelia kümmert sich schon gut um Cody. Auch wenn ich das nicht immer aufnehme, sie streichelt ihn schon öfters mal, umarmt ihn und also sie. Achso, wir können ihn mal was Bellen belehren. Weil ich meine, wollen ihn ja auch gut erziehen. Das ist wirklich mein Ziel. Cody soll wirklich gut erzogen werden, weil ich meine, wir kriegen ja 5 Kinder. Und das heißt, wenn, also ich meine, er wird wahrscheinlich nicht alle Kinder davon erleben, weil er ist halt auch einfach dann schon ein Erwachsener, wenn wir die nächste Generation starten. Wer weiß, wie viel er dann noch erlebt davon. Aber er wird auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, er muss auf jeden Fall gut erzogen sein, weil er ja mit den Kindern eben viel in Kontakt ist. Und da wäre es halt dann schlecht. Okay, sie muss jetzt die Grundschule besuchen. Alles klar, mach das mal. Das ist natürlich wichtiger, Nelia. Sie freut sich jetzt auf die Schule und geht natürlich extra pünktlich, weil sie weiß, dass sie halt Kai da wiedersehen wird. Und deswegen
Sonst war sie ja immer so, ah, Schule, eigentlich gar keinen Bock. Aber jetzt weiß sie halt, Kai ist da und deswegen geht sie natürlich jetzt direkt in die Schule. So, Lilly, vielleicht kannst du gleich mal den Hund baden. Kann man den baden? Ich weiß es nicht, er ist noch so klein. Ah doch, kann ihn baden, sehr gut. Ich glaube, Cody hasst es. Der hat, glaube ich, gar keinen Bock, gebadet zu werden. Aber Lilly, was machst du mit dem Hund? Sie hat ihn gerade irgendwie so in einer Hand gehalten. Ja, doch, ich glaube, so schlimm findet er es gar nicht, oder? Cody, gleich bist du nicht mehr so dreckig. Das ist besser, glaub's mir. Es ist gut für dich. Wir wollen nur dein Bestes. Juhu, ein sauberer Hund. Okay, Lilly hat, glaube ich, wenn ich. Ach genau, sie hat angefangen, hier was zu machen. Das werden wir auch mal fortsetzen, weil wir müssen ja auch ein bisschen Geld verdienen. Wir können jetzt mal das Geschäft öffnen. Denn wir haben hier, also sie hat heute Nacht, sie ist jetzt total müde, aber sie hat heute Nacht noch hier diese zwei Blumensträuße hergestellt. Und die möchte sie natürlich jetzt auch ganz gerne verkaufen, weil die lassen ja, glaube ich, auch an Qualität nach. Und deswegen müssen wir das natürlich jetzt relativ zeitnah machen, dass sie die dann eben verkauft. Währenddessen stellt sie noch eine Staffelei her und versucht die dann eben auch zu verkaufen, weil sie möchte ja auch relativ erfolgreich werden mit ihrem Laden. Und ich dachte gerade irgendwie, da kommt Wolfgang, der mit dem sie ein Date hatte, der hatte irgendwie auch sowas Orangenes an. Aber es ist nicht Wolfgang. Ach Gott, jetzt ist Lilly auch noch krank. Okay, es geht hier richtig, richtig schlecht. Ja gut, Lilly, dann vielleicht solltest du dir jetzt doch mal was zu essen nehmen und danach mal eine Runde schlafen, bis dein Vorlesungsdingens anfängt. Okay. Lilly kommt gerade nach Hause von der Schule mit diesem Gesichtsausdruck. Und ihr wisst, warum. Sie weiß einfach, dass ja, Ophelia heute schon dabei ist, die Koffer zu packen, dass sie heute Abend schon ins Flugzeug steigen werden und dann erstmal ein paar Monate nicht mehr auf Solani sein werden, dass Kai mit muss und dass es auch einfach keinen Ausweg gibt. Kai hat ihr das unter Tränen heute in der Schule gesagt und er ist auch einfach total fertig damit und er kann es einfach nicht fassen, dass seine Mutter ihm das antut, dass er ihn einfach trennt von Nelia, von seinem gewohnten Umfeld. Es könnte alles so schön sein und er muss mit. Und hat keine Wahl, hat kein Mitspracherecht. Und er fühlt sich so übergangen irgendwie so von seiner Mutter und ist so sauer auf sie. Und ja, Nelia entsprechend auch. Also Nelia ist in erster Linie, glaube ich, auch sauer auf Ophelia und findet es einfach unfair alles und versteht einfach nicht, warum das jetzt so ist. Und sie möchte einfach nur mit Kai zusammen sein. Und ich glaube, sie wird gesagt haben, ja, vielleicht kannst du bei uns einziehen. Aber Kai wird dann direkt sagen, nein, nein, ich habe auch schon gefragt, also, Mama macht das alles nicht mit, ich muss mit, ich habe keine Wahl, es geht einfach nicht anders. Und ja, deswegen bricht jetzt gerade für Nelia eine Welt zusammen. Und mit diesem Blick von Nelia werde ich tatsächlich jetzt diesen letzten Part beenden. Ich werde für den nächsten Part, also für den ersten Part der neuen Generation, dann so ein kleines Zeitsprungvideo aufnehmen, dass ich dann euch so ein bisschen erzähle, was ihr jetzt quasi verpasst habt. Also es wird ja jetzt nicht so viel sein. Also Nelia wird jetzt ein bisschen ihr Leben hier leben und wird so ein bisschen versuchen, irgendwie das Beste draus zu machen, wird wahrscheinlich viel zeichnen, weil sie eben alleine ist und wird deswegen dann eben auch ihr Bestreben abschließen, wird ein sehr kreativer Mensch, weil sie eben versucht, so ihre Trauer in der Kreativität irgendwie zu verarbeiten und ja. Wird dann irgendwann zur Teenagerin heranwachsen. Sie wird Kai ab und zu mal sehen, wird viel mit ihm schreiben, viel mit ihm telefonieren. Und ja, sobald sie dann eben alt genug sind, werden die beiden eben einstimmig entscheiden, okay, wir müssen weg hier, weg von Sulani. Wir bauen uns unsere eigene Existenz auf. Und damit wird dann eben der nächste Part starten. Ich habe euch ja abstimmen lassen, wie das Ganze starten soll. Die beiden werden dann eben erstmal also nur zusammen sein und in ihr eigenes Haus ziehen. Das heißt, wir werden zusammen die Verlobung vermutlich, die dann bald kommen wird, zusammen erleben. Wir werden zusammen erleben, wie sie heiraten. Wir werden zusammen erleben, wie Nelia dann irgendwann schwanger wird und und ihr erstes Kind bekommt. Und das werden wir eben alles zusammen erleben. Das Einzige, was ihr jetzt eben verpasst, ist so diese Trauerzeit, sage ich mal, in der die beiden sich wenig sehen können. Und das ist, glaube ich, jetzt auch was, was ihr nicht unbedingt, also was jetzt nichts ist, was ihr so krass verpasst. Ja, deswegen. Also ich hoffe, ihr seid zufrieden, so wie ich das jetzt aufgebaut habe. Ich freue mich einfach so, so sehr auf das neue Pack und es ist ja jetzt einfach fast da. Es ist nicht mehr lange. Wenn ihr dieses Video seht, ist es vielleicht sogar schon draußen. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, ist ja auch egal. Ja, ich freue mich so sehr, dass ihr alle dabei wart bei dieser ersten Generation, bei dieser zweiten Generation der Weltenbummler Challenge. Es hat mir so viel Spaß gemacht, wirklich. Und ich freue mich aber jetzt unfassbar auf das, was noch kommt. Und die nächste Generation wird einfach so, so, so schön. Da bin ich total überzeugt von. Und ja, schreibt mir trotzdem gerne alles in die Kommentare, was ihr euch so vorstellt. Ihr wisst ja ungefähr jetzt, wie der erste Part der nächsten Generation dann eben starten wird. Schreibt mir da gerne alles in die Kommentare, was euch da vielleicht schon zu einfällt, was ihr euch wünscht, was ihr gerne sehen wollt, was
passieren soll. Und ich freue mich, von euch zu lesen. Bin dankbar, dass ich euch habe. Vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Und wünsche euch dann jetzt bis zu meinem nächsten Let's Play noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.